Willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon. Unsere nächsten Quests sollten sein, dass wir die Kanopenkrüge aus der Gruft noch holen. Morgianas Mann wollen wir finden und wir sollen das Wasser natürlich immer noch für den Skarabäus organisieren. Ein Stück Stoff wollten wir auch noch mal irgendwo finden in der Stadt der Illusion. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal in die Gruft. Ich suche mal den Eingang. Einfach, weil da ja vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe wieder geschlagen werden könnten. Einmal für die Krüge. Und einmal, weiß ich nicht, das andere gerade. Das andere, was war das andere? Die Krüge, genau. Und der Mann könnte da ja auch versteckt sein, das wollte ich sagen. Jetzt weiß ich schon wieder aber nicht, wie man hier sonst wie hinkommt, weil das alles hier so verwirrend ist. Bin ich hier überhaupt richtig? Weiter runter. Es ist immer so komisch hier. Ich weiß den Eingang schon wieder nicht von diesem... Ja, den Eingang halt. Da? Nee. Der doofe Eingang. Ich krieg hier langsam einen Schwindelanfall. Verwirrt mich hier. Wo muss ich lang? Da auch nicht. War das da? Da unten. Da? Nein, das ist auch nicht richtig. Ah. Ich glaube, das ist ein bisschen alles zu weit unten. Ich glaube, das war mehr an der Seite irgendwo. Aber ich bin, wie gesagt, so verwirrt hier auch. Hallo, Eingang, wo bist du? Das ist schon wieder zu weit oben. Da ist er schon wieder. Der Sphinx. Nee, das ist auch nicht richtig. Bleib mal hier oben. Vielleicht verwechsel ich das immer was hier. Nee. Wo ist der blöde Grufteingang? Ist der da? Hier ist der. Okay. So, dann bring mich da mal bitte hin. Wo ist das jetzt? Hier? Oben? Oder eher unten? Oben, ne? Okay, oben. Ja, dann cruisen wir hier nochmal durch. Mal gucken, ob wir hier was finden. Es ist ja immer noch sehr schleimig hier. Vielleicht ist er irgendwo gefangen. Der Mann, wenn er überhaupt hier ist. Hat er sich ja hier rumgeschlichen und dann ist er verschollen gegangen oder der Djinn weiß das oder so. Vielleicht kann der Djinn uns ja auch mit dem Wasser helfen. Hallo, armselige will ja auch so. Ja, wir besuchen ihn ja, aber er will ja nur wieder, dass wir gehen. Okay, das hat gar nichts gebracht. Ich dachte, den könnten wir vielleicht auch mal fragen. Ach, guck mal. Aha, aha. Hier gibt es aber was zu kämpfen jetzt. Mumienkönig. Tornado. Machen wir mal einfach dreimal drauf. Mal gucken, wie es läuft. 43 ist okay. Feuerball. Jawoll. Fliegender Krummsäbel. Da kämpfen wir einfach mal gegen ein paar Mumien. Warum auch nicht? Das ist immer so viel Schaden,
nimmt mit dem Feuer, finde ich, grandios von dem... von dem Drachen. Ich mache mal Entfernung auf alle. Yeah, jetzt brennen sie fast alle. Na, ich dachte alle. Aber der rechte noch nicht. Schade. Wirbelsturm mache ich mal auf alle. Und Tornado. Einer ist schon weg. Und die nächsten werden auch gleich dran glauben. Und da ist der kleine Drake sogar ausgewichen. Und unsere kleine Fee auch. Okay, okay. Und ich mach mal einen normalen Angriff auch. Mach mal alles. Tornado, Eisgeschoss und normaler Angriff. Der gar nicht mal so schlecht ist. So, jetzt glaub dran. Jawohl, gut gemacht, Drake. ...109 hat das Feuer ihm abgezogen. Und da kommt er glatt auf uns zugelaufen, oder was? Was war das denn? Da dreht er nochmal richtig auf. Komm, den killst du jetzt mal. Das war's mit dir jetzt, Mumienkönig. 1000 Erfahrungen. Und dafür kriegen wir natürlich einen weiteren Fähigkeitspunkt. So. Geschosse. Bis das hier super ist, genau. Ja, das möchte ich bestätigen. Und wir kommen jetzt hier woran? An die Kanopenkrüge. Abschnitt, gib Antifidenhändler Kunibert die Kanopenkrüge. Das werde ich wohl tun. Wenn wir wieder zu ihm zurückgehen. Nach oben. Da ist der Djinn. Aber die Frage ist, ist hier auch irgendwo der Mann vielleicht verschollen gegangen? Kann ja sein. Da ist die Kiste. Muss hier ein bisschen rumflattern. Ich sehe gerade nicht so gut auf meinem Monitor, weil die Sonne wieder ein bisschen blendet. Und es ist etwas dunkel hier, aber irgendwo muss der doch sein. Es würde ja aber auch wieder glitzern oder leuchten oder was auch immer. Nee, da geht's zurück. Ich will nochmal die ganze Höhle durchforsten. Das kann doch nicht sein. Der Mann, der muss doch irgendwo sein. Dann irgendwo konnte ich doch hier abbiegen. Vielleicht geht das nochmal. Da kommen wir aber her. Immerhin haben wir die Krüge uns organisiert. Aber wo er ist, weiß ich nicht. Schade. Vielleicht ist er doch ganz woanders. Der Olle kann uns nicht helfen. Nicht, dass er hier in irgendeinem Sarg gefangen ist oder so. Und raus will. Nee, also das Rumgeflatter, das bringt mir jetzt hier nicht viel. Ich muss mal hier abbiegen. Wo biege ich ab? Wo biege ich ab? Wo biege ich ab? Da biege ich. Nee, das ist die Sackgasse. Wo biege ich ab? Da biege ich ab. Da. Das schleimige Etwas. Das ist ja wahrscheinlich der Skarabäus, aber naja. Naja. Gehen wir mal raus und bringen ihm wenigstens seine Krüge wieder, wenn wir schon nicht den Mann finden. Ah.
Aber dafür kommen wir relativ gut in den meisten Quests voran. Also es geht immer noch relativ fix dafür, dass ich hier so viele Quests annehme. Finde ich, löse ich sie auch relativ schnell. Zu ihm will ich. So, jetzt gibst du die. Hier sind sie. Sie sind einzigartig und werden das Juwel meiner Sammlung sein. Hier für dich eine meiner Fundstücke. Es mag zwar wie ein einfaches Schmuckstück aussehen, aber es ist uralt und in ihm wohnen magische Kräfte inne. Vielen Dank, ich muss jetzt los. Lebe wohl. Verbessertes Erdset. Das ist sehr nett, auch wenn ich damit eigentlich gerade nichts anzufangen weiß. Die Frage ist immer noch, wenn mir hier helfen kann, was das Wasser angeht und alles andere. Sie kann ich gar nicht... Obwohl, sie kann ich nach dem Wasser mal fragen, oder? Nee, noch nicht. Vielleicht hilft sie... Ja. Da muss ich die Leute unten wohl nochmal fragen. Oder man findet ihn wirklich sonst wo. Aber vielleicht ist er tatsächlich im Armenviertel und versteckt sich da vor ihr, weil sie ist ja oben. Und wenn sie so furchtbar ist... War er nicht zwischendurch auch weg? Fragen. Wasser. Ich erinnere mich noch daran, wie wir mal ein Reisender erzählt hat, dass in einigen fernen Ländern die Bewohner feine Stoffe auslegen, um damit der Luft Feuchtigkeit zu entziehen. Vielleicht solltest du das auch mal probieren. Okay, das heißt, wir brauchen doch noch mehr Stoffe. Und vielleicht kriege ich dann auch den Stoff für die Troller aus der anderen Welt. Wüstenelfenweberin Jamila. Wo finde ich die Wüstenelfenweberin Jamila? Leider weiß ich nicht, wer das ist. Aha, aber die wird das sein, die wir suchen für... Ah, ja, 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 vielleicht weiß sie das ja. Was man hier nicht alles fragen muss. Tausend Dank dafür, bla bla. Ja. Ich suche Wüstenelfenweberin Jamila. Ich habe von ihr gehört. Würdest du ihr bitte meinen Laden weiterempfehlen, wenn du sie findest? Nee. Wenn du mir nicht mal sagen kannst, wo ich sie überhaupt finde, dann werde ich es ihr auch nicht sagen können. Ja. Das ist sehr erfolgreich hier. Dann sag du es mir doch mal, Badr al-Dine. Ich bin dir für deine Hilfe unendlich dankbar und hätte mich träumen lassen, dass ich eine Fremde für arme Leute, wie wir es denn einsetzen würde. Tja, kannst du mal sehen. Vielleicht weißt du denn, wo die Ische ist. Man hat mir vom Wüstenelfenweberin Jamila erzählt. Weißt du, wo ich sie finden kann? Leider nein. Ich habe nur gehört, dass die Djinn sie hinauf zu den Wolken gezaubert hätten, damit sie dich fortlaufen kann und jeden Tag das Himmelszelt webt. Himmelszelt, sagst du? Jeden Tag webt sie das Himmelszelt und jede Nacht verziert sie es mit wunderschönen Tieren. Aber die Djinn bemerken es jedes Mal und zerstören ihr Werke. Dann muss sie am nächsten Tag wieder von vorn anfangen. Natürlich ist das nur eine Legende. Mhm. Hat mir das jetzt schon gereicht, dass ich mal nach oben fliegen kann, um zu gucken, ob ich die da finde? Oder muss ich jetzt noch mit mehr Leuten quatschen? Dann rede ich mit ihm nämlich auch nochmal, hier mit Ibrahim. Ich danke dir von ganzem Herzen, Alexis. So, paar Fragen, wie immer, die Elfe. Ich suche Wüstenelfe und Jamila. Sie ist vor einiger Zeit verschwunden. Komischerweise war das ungefähr zur gleichen Zeit, als der Wüstenfuchs hier aufgetaucht ist. Vielleicht solltest du der Sache nachgehen. Ach, der Wüstenfuchs kommt endlich mal zum Einsatz. Hat ja auch mal Zeit. Aber den Mann habe ich da unten auch noch immer nicht gesehen. Kann doch nicht sein. Vielleicht versteckt er sich ja hier unten. Und hängt da irgendwo rum. Wo ist der Mann? Wo versteckt er sich? Vielleicht ja bei ihr da oben. Oder sonst wo. So, was steht jetzt hier eigentlich mittlerweile? Morgianas Mann? Wahrscheinlich nix. Das nicht. Finde einen Weg um den Dusen. Ja. Finde in der Stadt der Illusionen ein Stück Stoff. Finde den Wüstenfuchs. Dann ist das wohl das Einzige, was wir weiterhin tun können zum Fuchs. Und vielleicht schon zum Himmelszelt oder noch nicht. Oder muss ich da noch mit mehr Leuten zappeln? Oder suchen wir mal erstmal wieder den Fuchs. Den wir jetzt so oft mit ihm gequatscht haben. Und er uns eigentlich nicht viel Auskundschaft geben konnte. Wawa! Weißt du zufällig, wo ich Wüstenelfenweberin Jamila finden kann? Wah!
Sprich mit der Hilfe von Grimm mit dem Fuchs. Unverständlich. Du bist wirklich niedlich, aber leider verstehe ich kein Wort. Er sagt, dass er in Wahrheit Wüstenelfenweberin Jamila ist. Angeblich steckt ein Djinn dahinter. Wüstenelfenweberin Jamila war wohl in jemanden verliebt. Und der Angebetete hat auch sie geliebt. Da wurde der Djinn eifersüchtig, hat den Angebeteten verbannt und sie in einen Wüstenfuchs verwandelt. Ach so. Vielen Dank, Grimm. Endlich haben wir Wüstenelfenweberin Jamila gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Fluch irgendwie aufheben. Das ist cool. Aber muss ich dafür zum Djinn wieder in die blöde Höhle? Ja, das finde ich jetzt nicht so geil. Ich finde, er hat sich verdient, dass wir wieder mit ihm mal kurz spielen, mit seinem Waschbären. Das haben wir lange nicht gemacht, weil er uns jetzt golfen hat. Holen wir den mal. Wo ist er denn? Nee, du bist das nicht. Dich will ich nicht. Wo ist er denn? Ist er immer noch an der anderen... Nee, da ist er doch. Komm. Grimm. Begleiten. Du darfst mich ausnahmsweise mal begleiten. Und du darfst Helium ersetzen. So. Weil du so toll geholfen hast. Alexis, du weißt, dass ich mit deinen Methoden nie wirklich einverstanden war. Sie können manchmal sehr grob sein, aber du hast sehr viel erreicht. Und dank dir haben wir sogar vielleicht eine kleine Chance, das Königreich Fairy zu retten. Worauf willst du hinaus? Ich möchte dir das hier geben. Es ist ein Gegenstand, der von Generation zu Generation in meiner Familie weitergegeben wurde. Ich weiß nicht, was man damit anfangen kann, aber dir wird sicher das Richtige einfallen. Okay, vielen Dank, Grimm. Auch wenn du dir die ganze Zeit nur rummeckerst, bin ich froh, dass du bei uns bist. Ja, lass uns jetzt weitermachen. Meine Gelenke schmerzen schon von diesem ganzen Herumstehen. Ja, gut. Ich habe ein Feuerset-Ding bekommen. Es ist ja schön, dass die mir auf einmal Sachen schenken. Vielleicht sollte ich öfters mal mit meinen Leuten sappeln. Dann rede ich mit ihr auch mal. Red mal mit ihr. Amareta. Reden. Ein ganz Ohr. Rurigan, Oberon, fliegender Holländer. Was hältst du vom König? Ich kenne ihn nicht wirklich. Was er den Nixen auf dem fliegenden Holländer angetan hat, war nicht gerade toll. Aber ich verstehe auch, warum er das getan hat. Er wollte die Märchenwesen von den Menschen fernhalten, die uns nicht in Ruhe lassen wollten. Selbst wenn man über seine Methoden streiten kann, meinte er es wohl nicht böse. Ich dachte, du schenkst mir jetzt vielleicht auch mal was. Aber gut, dann nicht. Ja, dann würde ich sagen, mit ihm wieder zurück in die Höhle. Mein Gott, ist das ein Hin- und Hergeflatter. Und jetzt muss ich wieder den Eingang finden. Um Gottes Willen. Ah, da bin ich aber ein bisschen außen lang geflogen. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Es war auf jeden Fall jetzt nicht so weit unten, wie ich das letzte Mal dachte. Wo ist es? Wo ist es? Nein, hier ist es nicht. Da ist es auch nicht. Da. Sehr gut. Ein bisschen schneller gefunden. Immerhin. Ja, ist nur die Idee, dass der Djinn uns hier wahrscheinlich ja helfen kann. Wenn der den verzaubert hat, dann kann er ihn ja auch vielleicht wieder entzaubern. Wo kommt die denn auf einmal her? Schreiender Ghoul. Oh. Okay. Und wir haben ja unseren Waschbär-Freak jetzt. Waschbärbeschwörung. Cool. Und Bienenbeschwörung. Wuhu! Wow! Und der haut sogar mal rein. Die Bienen. Mit ihren Vergiftungen. Cool. Dass der das mit den Bienen machen kann, habe ich schon wieder ganz vergessen. Waschbär-Power! Ja, kommt, Ghule. So, ein schönes Inferno auf alle. So, nochmal den Waschbären, weil er so cool ist. Und die Bienen. Finde ich gut. Auch noch vergiftet jetzt. Kriegen die ordentlich Schaden. Ihr werdet langsam dahin siechen, ihr doofen Ghule. Sei es ein Gift oder Feuer. Kriegen wir schon hin.
Ach, schön. So, dann soll der Waschbär die jetzt mal platt machen. Ah, schade, hat nicht gereicht. Oh, ganz knapp. Oh, doch, das Feuer jetzt. Jawohl, alle auf einmal. 750 Erfahrung. Das ist doch schön. Was ist jetzt hier los? Wieso kommen jetzt hier auf einmal wieder Ghule? Warum sind hier auf einmal wieder so viele? Voll nervig. Besiege den Djinn. Stellt er uns hier einfach irgendwelche Viecher in den Weg, dann würde ich sagen, kämpfen wir nochmal gegen die Ghule, damit die weg sind. Und dann gegen den Djinn im nächsten Part. Da haben wir was, auf was wir uns freuen können. So. Dasselbe Spiel nochmal. Dauert leider immer etwas. Einer brennt. Einer brennt. Wenigstens einer. Die guten Waschbären. Oder der Waschbär, den wir gerettet haben. Und vergiftet. Haha. Oh, es ist aber auch extrem dunkel. Man sieht kaum was. Finde ich. Kriegen wir eine ordentliche Eisklatsche. Ach ja, und Inferno jetzt bitte auf alle. So. Dann vergifte mal den anderen da, der Ghoul, der nicht brennen will. Genau. Geht doch. Ja, nicht mit mir hier. Die weicht schön aus. Ach, Ghule. Ghule, Ghule, Ghule. Aber wenigstens kriegen wir ordentlich Erfahrungspunkte. Kann ja nicht schaden. So, der ist weg. Das finde ich gut. Endlich mal einer tot. Wir sind alle geschwächt, aber geht noch. Alles noch in Ordnung. Macht eigentlich Spaß, mal wieder mit Grimm zu spielen. Bin ich gerade irgendwie selber überrascht. Weil die am Anfang haben die mich eher ein bisschen nicht genervt. Die waren natürlich eine Hilfe, aber ja... Jetzt nicht so krass, dass ich sage, boah, geil. Da war der Drake, finde ich, bisher immer am besten. Aber der Grimm mit seinem Waschbären und so, gar nicht so schlecht. Ach so, dann haben wir ihn ja jetzt auch gleich platt gemacht. Na komm, jawoll. 750. Finde ich klasse. Und damit sind die Ghule hier auch weg. Wir besiegen den Djinn im nächsten Part von Fairy Legends of Avalon. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut, Leute. Ist hier noch wieder was? Oh Gott. Da warten schon die nächsten auf uns. Ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen durchschlagen zum Djinn. Wir sehen uns. Bis dann.